Ich weiß halt echt nicht, welches Ende ich hauptsächlich anstreben soll. Was mein wahres Ending sein soll. Moment. Ach, jetzt hat mir der... Das hasse ich ja in dem Spiel, ne? Ich markiere mir I Fought the Law, Takemura ruft mich an. Spiel markiert Takemura. Das ist immer so dumm. So. Weiß nicht, warum das Spiel das macht. Es nimmt immer die neueste Mission sofort als Verfolgung, was manchmal okay ist, aber wenn ich doch per Hand eine Mission markiert habe. Überschreib mir die doch nicht. So. Gehen wir mal gucken, was die Lady möchte. Einmal hier über die Autos hüpfen. Oh Gott. Nicht überfahren werden. Asukaga und Finch. Cooles Logo. Williams Management. Die Logos sind alle so cool, Mann. Oh oh. Oh, Noi. Wie nehme ich an? Bitte steigen Sie ein. Okay. Wer sitzt da drin? Das ist nicht die. Ah, doch, sie. Ich bin Jefferson Cardalis. Mit meiner Frau Elizabeth hast du bereits gesprochen. Cardalis? Der Bürgermeisterkandidat für Night City? So ist es. Der bis vor kurzem Staatsanwalt war und jetzt im Stadtrat sitzt? Ich denke, du verstehst jetzt, warum Diskretion überaus wichtig für uns ist. Also, was habt ihr für mich? Carter, fahr los. Du kommst direkt auf den Punkt, hm? Zeit ist Geld. Ich denke, das gilt auch für euch. Stimmt. Elizabeth? Nun, wie du sicher weißt, ist Lucius Ryan kürzlich verstorben. Wir wollen wissen, wie, warum... Und was sonst noch relevant ist. Soweit ich weiß, wollte jemand Ryan ein paar Tage vor seinem Tod umbringen. Das NCPD sieht keine Verbindung. Sie meinen, der Anschlag war reiner Zufall. Und Ryan sei natürlichen Todes gestorben. Völlig richtig. Im offiziellen Bericht steht, Ryan starb zu Hause an einem fehlerhaften Herzimplantat. Hat sich die Polizei am Arsch? Warum? Wieso denkt ihr, die Polizei irrt sich? Habt ihr Beweise? Kurz bevor Ryan starb, hat er dem NCPD das Budget gekürzt. Vielleicht hat das jemanden verärgert. Jedenfalls haben wir den Cyberpsycho-Angriff auf BD. Unser Sicherheitschef hat ihn sich angesehen, aber nichts Ungewöhnliches entdeckt. Wir brauchen einen Braindance-Editor, einen echten... eine Judy-Mission. Das ist Rohmaterial. Der Braindance muss heute noch zurückgebracht werden. Sonst werden einige Leute gewaltig Ärger bekommen. Wenn du uns hilfst, kannst du ihn jetzt gleich sehen. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Wir sind froh über jeden Hinweis, der die Sache aufklärt und Zweifel beseitigt. Gott, die Braindance-Steuerung, die kann ich doch gar nicht mehr. Oh. Na, was haben wir denn da? Die Frage ist, was machst du hier? Ist auch mein Gehirn, oder? Und diesmal nimm gefälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorgt dafür, dass es auch so aussieht. Ich bin der Cyber-Psycho, ne? Ja. Gucken wir es uns erstmal aus der Sicht des Psychos an. Aber warte mal. Wir spulen nochmal zurück. Da sind ja schon Stellen. Audio ist da auch. Okay, warte. Editiermodus. So, gucken wir doch mal. Was ist hier? Wer ist dieser Holt?
Weiß nicht, diese Clowns sind doch alle gleich. Stellvertretender Bürgermeister Weldon Holt. Warte, Ebene wechseln. Sag, was kann vor? Es ist die zweite Konferenz in drei Tagen. Nur als Hermann steht nicht, was der aufhören soll. Deshalb bin ich Bürgermeister und du nicht. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Du arbeitest dich noch zu Tode. Heute Abend ruhe ich mich aus. Mein Zimmer im Red Queen's Race ist bereit? Ja, natürlich. Gut, jetzt geh. Ich muss üben. Red Queen's Race. Klingelt's da bei dir? Klar. Eine Versammlung alter Engländer mit Perücken, die erhänget sie, rufen. Du kannst doch einfach sagen, dass du keine Ahnung hast. Wer ist er? Er ist doch nicht Ryan. Er hat doch gesagt, deswegen bin ich Bürgermeister. Die sind Sekunden vor dem Anschlag gegangen. Sieht geplant aus. Als wäre es Absicht gewesen. Entweder das oder der Psycho hat die Chance ergriffen. Werd nicht paranoid. Zurück zum Psycho. Und lassen wir wieder normal laufen, bis wir... Halt! Bitte warten Sie hier! Und das ist der Psycho. Warten Sie da, River Ward, NCPD. Polizei, reinlassen? Lass ihn haben. Es ist dringend. Ich muss Mr. Ryans Sicherheitschef sprechen. Gerne. Nach der Konferenz. Wait, what? Terminal ist gecrashed, als er durch die Schranke kam. Der Glitch war kein Zufall. Na, hab schon größere Zufälle gesehen. Ach ja? Klar, wenn man zum Beispiel eine nagelt und später ihre Schwester. Und am Ende kommt raus, es waren beides Nonnen. Ist dir das echt passiert? Nein, aber wer weiß? Selbst wenn... So. Moment. Das ist wieder nicht ganz auf Cursor. Der Kopf wollte den Gerne. Sicherheitsdienst sprechen. Nach der Konferenz. Wollte bestimmt sagen, dass er da ist, um Reins in den Arsch zu kriechen. Das ist der Psycho? Ja, okay. Die Melodie. Ich kenne sie nicht. Melodie? Die er summt. Es ist doch keine Melodie. Er steht voll drauf. Es war doch einfach nur Auto-Alarmanlagen. Bitte. Hat er bestimmt. Die Leiche ist aus der Leichenhalle verschwunden. Und von dem Geld hat sich irgendein Wichser eine neue Karre und einen hässlichen Anzug gegönnt. Weißt du das oder laberst du wieder Scheiße? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, weiß ganz genau, wie es läuft. Die Leute sind doch überall gleich. Okay, du laberst wieder Scheiße. Sieh mal einer an. Oh shit, ja, der besteht ja komplett aus Chrom, ey. Verlasse den Braindance. Okay, wir haben alles anscheinend. Die ausgestiegen? Ah ne, da sind sie. Du bist da. Fantastisch. Und? Was meinst du? Hast du irgendwas nicht geduckt? Verdächtiges gesehen? Bin so klein. Oder denkst du, wir sind paranoid? Okay. Ich glaube, an der Sache ist was dran. Die Sache stinkt schlimmer als die Coronado Bay im Juli. Wir hatten also recht. Hast du irgendwelche Fragen? Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward. Guter Mann. Hatten ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Wow, Wards Timing war super. Entweder hat er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Ich schick dir seine Daten. Wenn du was brauchst, sag Bescheid.
Wir helfen gerne. Wir mit. Ich will auch da rein. Ich will auch mit sowas fliegen. Oh oh. Oh oh. War das eine gute Idee? Ich falle. Ach man. Dass die dann einfach weg verschwinden oder dass dann unsichtbare Wände kommen, die einen runterfallen lassen. Das ist so schade. Das ist auch auf dem Zug so. Eine Sache ist was dran. Die Sache stinkt schlimmer als die Coronado. So, können wir das jetzt überspringen, bitte? Huch, das. Wir hatten also recht. Hast du irgendwelche Fragen? Was passiert da? Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward. Guter Mann. Oh, falscher Knopf. Ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Wow, Wards Timing war super. Entweder hat er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Nein, ich wollte ihn nicht anrufen. Oh mein Gott. Schick dir seine Daten. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir helfen gerne. Spielst du manchmal noch mit deiner Band? Keine Zeit, Kleiner. Aber irgendwann wieder. Das waren geile Zeiten. War sogar mal auf einem Konzert von dir. Ah, ein Fan. Scheiße. Und, hat's dir gefallen? Nicht gut. Naja, hab schon Besseres gesehen. Weiß noch, wie du die erste Reihe voll gekotzt hast. Die Glory Hole Bandits sind doch nicht am Ende, Baby. Aber erst Geld, dann Spaß. Ich muss los. Ja, Nons, ich hab mich eigentlich noch verdrückt. Ich wollte dich nicht anrufen. Ich wollte echt nur die Nachrichten wegdrücken. Keine Sorge, ich bin auf deiner Seite. So. So, danke für deine offenen Worte. Wir sehen uns klar. Es wird schon alles. Judy, danke. Hallo, wie läuft's so? Charakter. Coolness hoch? Ja, ne? Komm, beides auf Coolness. So, und dann haben wir noch zwei Modifikationspunkte. Mehr Ausdauer ist gut. Und die Regeneration im Kampf ist gut. Okay. So. Ruf Detective Ward an. Ja. Mach ich. Wieso hat er immer noch Nachrichten? Da. Berufsrisiko. War irgendeine Mission. Okay. So, warte. Hier ist Ward. Wer ist da? Ich bin Vi. Untersuche den Tod eines gewissen Lucius Ryan. Ich frag mich, wieso? Du bist kein Cop. Jefferson und Elizabeth Perales haben mich angeheuert. Den mutmaßlichen neuen Bürgermeister interessiert der Tod seines Vorgängers. Interessant. Hab Nachforschungen angestellt und mehr Infos erhalten. Auch interessant. Okay, ich bin gleich in Chubby Buffaloes. Schon unterwegs. Chubby Buffalo, 600 Meter. Ach guck mal, da bin ich ja also sogar richtig gut gefahren hier. So. Dem Auto, was sich am schwersten steuern lässt, erstmal dahin rasen. Wieso abbiegen? Wieso jetzt doch nicht? Okay. Dieser Navi weiß manchmal nicht, was er will. Oh, das ist jetzt ein Umweg, ne? Ja, ein bisschen. So. Ja, Navi, genau. Ich fahre jetzt die ganze Straße so, wie man sie fahren muss, da hoch. So. Aussteigen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier will dich jemand sprechen. Frag mich weswegen.
Bist du River Ward? Der bin ich. Wie, richtig? Mein Partner, Detective Hahn. Okay, danke für das Treffen. Neuerdings auf Schmusekurs mit Söldnern? Halt mal den Ball flach. Ich will nur hören, ob es irgendwas Neues zu Ryans Tod gibt. Ryan? Immer noch? Der Boss hat auch gesagt, du sollst es gut sein lassen. Du weißt, er hasst es, sich wiederholen zu müssen. Und falls dir der Boss am Arsch vorbeigeht, hör wenigstens auf deinen Buddy. Lass es gut sein. Mach doch gar nichts. Sitz nur hier, schlürf Kaffee und hör mir Tratsch an. Okay. Mach, was du willst. Aber lass mich aus der Sache raus. Muss eh meine Tochter abholen. Guck mal, da muss ich ihn gar nicht darum bitten, unter vier Augen mit ihm zu reden. Der verpisst sich eh. Sehr schön. Nicht, dass jemand mithört. Okay. Wieder. Detective Hahn mag wohl keine Edge-Runner. Nimm's nicht persönlich. Er mag niemanden besonders. Nur seine Tochter. Nun, was willst du? Vor dem Anschlag wolltest du mit Ryans Leuten reden. Ihnen irgendwas sagen. Was war das? Weißt du was? Hahn hatte recht. Hier gibt's entschieden zu viele Ohren. Mein Wagen steht draußen. Okay, klar. Dann komm. Let's go. Wieso haben die immer so Riesenwagen? Und nix im Kofferraum. Ein paar Jungs vom Revier haben das war schnell. Arroyo gesehen. Hat auf Tonnen geschossen und von dem Treffen mit Ryan gefaselt. Haben ihn festgenommen. Hm? Wen? Peter Horvath. Der Cyberpsycho, der Ryan später angegriffen hat, haben ihn nach Downtown gebracht, aber dann kam er ihnen abhanden. Du sagst, er kam abhanden. Was soll das bitte heißen? Das heißt, irgendwer wollte verhindern, dass er hinter schwedische Gardinen kommt. Und bevor du fragst, nein, ich weiß nicht wer. Jetzt hab ich mal eine Frage. Warum interessiert sich Perales plötzlich dafür? Und warum auf inoffiziellem Weg? Sagt dir das Red Queens Race was? Weißt du, was das ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat das was mit Ryans Tod zu tun? Er wollte da an dem Tag hin, als er starb. Okay. Wir besuchen meinen Informanten. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schicker Club ist. Weiß aber nicht, wo. Mein Informant könnte es wissen. Danach gehen wir zu Howards Arbeitgeberin. Oder wir reden zuerst mit ihr. Wie du willst. Erst mit seiner Chefin. Reden wir zuerst mit seiner Chefin. Einer, der sich so viel Chrom leisten konnte, hatte bestimmt auch einen Hang zu Psychomets. Das sollten wir mal auschecken. Okay. Warte, überspringen. Reden macht 90% der Arbeit eines Detectives aus. Das stimmt. Und? Mit wem wollen wir hier reden? Cyberpsychos Boss, richtig? Christine Markov, 42. Laut Akte Horvaths einzige Arbeitgeberin. Auch sein einziger Kontakt. Komm, wie? Sind wir jetzt hier komplett Detective Mission oder was? Ich meine, das wäre cool. Ist doch auch Chrom. Du bewegst dich so. Keine Ahnung, nach wem wir suchen. Wir müssen rumfragen. Ich fange links an, du rechts. Ole! Wohnst du auch hier? Bist du Christine Markov? Nein, aber ich kenne sie. Hab den Tech stand auf der anderen Seite. Tech stand auf der anderen Seite. Easy peasy. Du musst hier weg. Du musst hier weg. Christine Markov, wir haben ein paar Fragen. Oh, seid ihr Bullen? Nein. Nein, wir sind keine Cops. Suchen nur Antworten. Jeder sucht dauernd nach irgendwas. Bei Cops weiß ich wenigstens, wo ich stehe. Wenn ich aber anderen zu viel sage, stehen am nächsten Tag Konzernschläger oder Gangs auf God der damn it.
Peter Horvath hat für dich gearbeitet, oder? Ja, hat er. Bis er nicht mehr gearbeitet und nur noch Reden geschwungen hat. Was für Reden waren das? Ryan. Konzerne haben ihn bei den Eiern und trotzdem hat er mich gefickt. Sein Motto. Was hatte er gegen den Bürgermeister? Ha! Sinn und Verstand bei diesem Verrückten? Der dachte bestimmt, Ryan spricht durchs Fernsehen zu ihm, macht ihm Versprechen und hält keins. Hört zu, ich habe euch gesagt, was ich denke. In Horvaths Augen waren alle hinter ihm her. Allen voran Lucius Ryan. Sicher, dass es keine andere Verbindung zwischen ihnen gab? Horvath ging's immer nur ums schnelle Geld. Hat nicht umsonst gesessen. Hat für Normalos und Irre gearbeitet. Vielleicht hatten er und Ryan gemeinsame Freunde. Wär das alles, Detectives? Ihr vertreibt meine Kunden. Horvath hatte also Probleme mit Ryan. Wirklich viel Neues haben wir nicht erfahren. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Dann hat er Kopfschmerzen. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird. Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt. Großartig. Lass mich das machen, weh. Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Gentlemen, bitte. Beruhigt euch. Spring, Clown! Spring! Jetzt ist eröffnet! Verprügel sie auch nur. Ich töte sie nicht. So. Scheiße, wie? Ich hab doch gesagt, ich mach das. Mit dir unterwegs zu sein, ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Gut, dass keiner gestorben ist. Ja. Weniger Papierkram. Würde ich auch sagen. Ich rede mit meinem Informanten über das Red Queen's Race. Ich nehme an, du bist noch dabei? Dein ja, Ernst? Ja. Wärst du mit mir? Ja, ich komme mit. Klar, ich fahr bei dir mit. Hab sie extra nicht umgebracht, nur für dich. Ich wusste nämlich, dass du das nicht cool finden würdest. Bist du schon da? Hier arbeitet er. Rede du mit ihm. Ich warte draußen. Sag ihm, Igor lässt grüßen. Er wird es verstehen. Okay, dann warte hier. Was? Max, Mom? Pleasure. Nee, was? Ach, Maximum Pleasure. Moment. Okay. Willst du dich inspirieren lassen oder suchst du was Bestimmtes? Gott, von deiner Frisur auf jeden Fall nicht. Igor lässt grüßen. Fuck, nein! Ich hab gesagt, ich bin raus! Lasst ihr mich nicht alle in Ruhe! Oh, fuck! Hallo, Neil. Verpiss dich! Ganz ruhig. Ich hab nur eine Frage. Guck nicht. Hier gibt's nichts zu sehen. Na los, verzieh dich. Lass mich in Ruhe, Mann. Du kannst mich zu nichts zwingen. Red Queen's Race. Die Adresse, dann sind wir weg. Hab ich schon mal gehört. Dann sind diese Wichser aufgekreuzt und haben mir die Finger gebrochen.
Finger? Ich brech dir ganz andere Dinge, Chum. Finger sind nicht mein Stil. Nee, mit den Schienbeinen fange ich an. Tut richtig schön weh. Ist ja gut. Scheiße. Chill mal, okay? Der Laden liegt außerhalb der Stadt am Fluss, nahe Bonita Street. Du warst dort? Ich sag dir gar nichts mehr. Leck mich doch. Alle beide. Sieh an. Das nenne ich mal einen Durchbruch. Ich fahre direkt zur Bonita Street. Kommst du mit? Ja. Okay. Nett, warte. Ja, nee, warte. Ich komm mit. Klar, gerne. Ich wollte ihm nur eine mitgeben. Teleport. Go. Nicht? Verdammt. Teleport. Go. Ich muss irgendwie mal gucken, ob ich eine bessere Waffe als diesen Baseballschläger habe. Den habe ich einmal nur genommen, weil er halt da war. So, nehmen wir wieder die Ajax rein. So. Das ist Animalgebiet. Das sehe ich. Kürzlich ein von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Mhm. Okay. Ich melde mich. Wo weiß der das? Wenn du was findest, sag Bescheid. So weiß er, dass ich hier rein kann. Oder darf. Und schon öfter bei den Animals war. Ach so. Verpiss dich! Hier gibt's nichts zu sehen. Jetzt bist du dran! Ich hätte mit dir reden können. Warum rastet sie denn instant aus?